Servus Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe ganz vergessen, den hier zu machen. Servus. My Team, Österreich, wieder im Audi, Abfahrt, gar nicht lang faseln. Viel Spaß beim Video. Die R&D, wir sind immer noch da, wo wir waren. Österreich jetzt, wir fahren jetzt zu Österreich. Ja. Wir haben hier jetzt auch ein Sprintwochenende mit dabei. Wir laden mal das Setup rein. Wie sieht denn das aus? Österreich, jo, das sieht okay aus. Von Flügeln, 4 Flügelabstand, 51 Diff. Da bin ich mir nicht so sicher, wir machen mal 6,4. Ja, der Rest sollte passen. Sorry. Flashback. Jetzt die Runde nehmen wir schon mit. Nein, die Runde nehmen wir mit. Du dreckiges Drecksgeld. Mann. Jedes Mal fahre ich die Kurven noch schlechter. Voll. Ich fahre, Mann. Mann! Du Scheiß-Game! Hallo! So, jetzt aber endlich. Holy shit. Wir packen es wahrscheinlich trotzdem nicht, oder? Oh, wir haben es gepackt. P14. Knappes Ding. 14. Da. Wo ist unser Teamkollege? Ja. Also in die Pole werde ich nicht mitfahren, aber ich würde schon gerne in die Top 10. Zehnter. Zehnter. Hat auch gerade so gereicht. Cool. Nico hat es nicht gepackt. Sag mal, wir sind doch ungefähr so gut wie Ferrari. Wieso ist McLaren Erster? Die Red Bull im Mittelfeld. Alpine mit dabei. Da stimmt doch irgendwas nicht. Immerhin lande und nicht auf der Pole. Ich bin 13. weg von Russell jetzt schon. Oh je. Nice. Ich hätte auch einmal nicht fahren können. 13. gegen Alonso. Vielleicht können wir ja im Rennen ein bisschen mehr gut machen. Alter, wie krank ist denn die KI in Dings, in My Team, in Österreich? 3-0. Was ist eigentlich bei Norris los? Der war im Q2 krank und dann hat er nicht mal die Pole mit. Oh. What? Warning! Excuse me! Seid ihr bekloppt, Stuart? Oh! Oh! Bisschen spät, aber. Holy crap! Wie schnell ist denn der McLaren? Wie cracked ist denn die Straightline-Speed von denen? Alter, ich bin hier richtig am Kämpfen, damit wir irgendwie mithalten können, ne? Voll am ERS pushen. Ich finde das so krass, wie heftig die KI auf manchen Strecken sind. Guck, wie schnell die sind für das Straightline-Speed. Was sind wir denn in Österreich fahren? 0-0 Flügel oder was? Braucht doch hier im Mittelsektor ein bisschen Grip. Nein, Lando, bitte hör doch mal auf, dumm zu sein. Ich zieh zu. Junge.
Ich habe keine ERS mehr. Louis, attackier bitte, ich brauche dich. Ich habe keine Ahnung. Die KI ist cracked. Ich habe hier keine Chance. Die sind zu schnell. Ich push meine ERS auf null. Die sind ja mal so abgedreht. Wirft schon P1 zweimal bisher. Monaco und gestern Kanada, glaube ich. Safety Car, Safety Car, gib unten Safety Car, verdammte Kacke. Ey, der ist so schnell. Dass er selbst, wenn ich DRS hab, sich mein Windschatten hält. Oh Mann, das wird noch ein Kampf hier. Chaos, oh Nico, 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 push! Guck mal, wie schnell Lando ist. Ich nutze ERS, DRS. Und der Mann ist immer noch schneller. What on earth, Alter? Das, also der McLaren ist ja brutal von der Top-Speed. So schnell ist der Mercedes ja nicht. Also Top 8 müssen wir holen wegen Punkten. Gut, wir können eventuell, wenn Russell jetzt nicht komplett overpowered wird, den 6. Platz erstmal verteidigen. Aside from that, pretty good. Pretty good. 3 Punkte. Ja, ja. Nico immer im P10, der könnte vielleicht Punkte holen, aber irgendwie schafft das immer P11 zu werden. Wir haben wieder ein bisschen R&D-Points. Also wenn das Upgrade mal reinkickt, bis nächste Rennen, ui, da können wir uns auf was gespannt machen. Nein. Wir fahren nicht diese Strategie. Hä? Hä? Weil wir jetzt die softere Variante ausgewählt haben, oder was? Ui, das beginnt ja top. Und die haben alle Mediums. Ui, ja toll. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Und reinen 36 Runden. Überlebenskampf. Wegen Top-Speed-Monsters, den wir hier schon wieder... Oh, finde ich schnell. Da hinten hat es schon gescheppert. Leclerc verliert weitere Positionen. Oh mein Gott, ich habe gerade echt gedacht, der will da reinstechen. Also eventuell kämpfe ich hier jetzt bis zum Schluss um diese Podiumplatzierung, wenn wir es irgendwie schaffen, eine Red Bull hinter uns zu halten. Also ich habe echt ein bisschen Schiss bei der Strategie, weil die werden uns so hart undercutten mit den harten Reifen. Also hier müssen wir echt einfach nur heftig verteidigen. Wir sind hier komplett in einen Zweikampf verwickelt. Was war Probleme? Wo ist der gerade? Ah ja, der ist sehr weit hinten. Oh, crazy. Ja. Ja, danke. Oh mein Gott, Alter. Oh.
gerade noch so, ansonsten der dritte Platz weg. Ich wurde rausgepusht. Ich bin total ab. Ich bin alles so genervt von meiner Fahrweise. Ja. Sorry, dass hier ein Rentner vorne mitfährt. Also wir brauchen nachher zwingend einen Safety Car. Ups. Ja gut, das habe ich mir jetzt selber verbockt. Da muss ich jetzt hoffen, dass Lewis nicht attackiert. Und könnte der dritte auch weg sein. Ich habe gedacht, der attackiert und wir müssen später bremsen. Ah, ich habe gerade fast mein ganzes ERS verwendet. Nur wenn wir irgendwie an den Mann wieder rankommen. Okay. Ich habe schon meinen Flügel fliegen sehen. Naja. Nee, ey, ich guck gerade kurz rüber. Nein. Streamer-Ausrede, es ist aber wirklich so. Ich fahre auf der Geraden nach rechts, Alter. Das ist doch kein Track Limit. Oh. Irgendein Ausfall? Oder was ist da? Einer der McLaren. Lando Norris, raus. Wahrscheinlich. Schaut euch die Lenkbewegung an. Du Hund, guckt's euch an. Hä? Die Kurve geht nach da, Kollege. Nach da, nicht nach da. Ah, jetzt überlegt er sich zweimal. Ja, würde ich auch, mein Freund. Sonst gehen wir gleich zu den Stewards. Michael Massey, Flashbacks, Lewis. Hey, ich hab kein DRS, er hat kein DRS. Guckt euch mal an, wie buggy das Game ist. Ich bremse extra spät, Kollege. Wenn du mich jetzt wieder wegdrehst. Alter, es... Meine Nerven. Die KI ist zu krank. Das ist nicht 110, das ist einfach nur verdammt bekloppt. Karma. Oh, er hat sich verbremst. Naja. Boah, die Kollegen da vorne. Verstappen nach 13 Runden 22,9 Sekunden vor uns. Ich fühle mich gerade echt, als würde ich auseinandergenommen werden. Das ist ja echt... Holy crap. Schön ist was anderes, aber nicht das. Thank you.
Take him out. Was hat der Mann für ein Problem mit mir? What is Sir Lewis Hamiltons problem? This is the third time, the third lap, where he's taking me out in the exact same corner, when there's literally no space. If you tell me there's a gap. Anyone else notice this is the corner where Lewis took out Alex Albon? Just say. There's a pattern. Safety car! Yes! Yes! I don't know why. Wieso überhaupt? Let's go. No! They can all pit. Oh shit. Wir haben ein Problem. Ja, die kommen alle rein. Nein! Okay. The only option we have, go for softs, hope for another safety car. Okay, Nico's into the pits. Oh. Wieso kommen da nicht alle in die Box? Okay, wir haben noch einen frischen Satz softs nach dem. Wieso sind die nicht alle in die Box gegangen? Das macht gar keinen Sinn, die kommen jetzt alle gleich noch an die Box. Ich habe jetzt schon 4% Reifen. Wir packen es niemals. Wir haben locker 5 bis 6% pro Runde. Wir werden auf ca. 80% bis 85% Reifenverschleiß gucken. Safety Car in the Slab. Ich finde es auch geil, wie keiner hier seine Reifen aufwärmt, weil die KI einfach immer Fixed High Items hat. So wie es scheint zumindest. Bitte nicht. Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of it. Oh mein Gott. Yes. Yes. Lovely. Sit down. Jetzt kommen die ganzen Trottel rein. Hä? Einmal Ferrari Pit Crew für alle. Bin schon auf 20% Reifen. Ich heule. Wir packen das niemals im Ziel mit den Reifen. Ich mache pro Runde ca. 6% Reifenverschleiß. Ich fahre mit 54er Brake-Bias. Ja, hallo. Hallo, och Mann, ey. Mann, Junge, lass mich doch jetzt mal los, du Pisser, Alter. Also echt, das ist einfach nur krank. Also das Beste, was ich jetzt machen kann, ist einfach an die Box kommen, hoffen, dass er noch Punkte holt. Oder wir hoffen auf einen Safety Car. Ich hoffe mal auf einen Safety Car. Ganz im Ernst, für einen Punkt. Scheiß auf den Punkt. Ist jetzt nicht gerade so, als würden wir um die Meisterschaft mitkämpfen. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, ne? Also verarschen kann ich mich selber. Wäre ich einfach an die Box gegangen, Mann.
Ja, okay, keiner geht an die Box, alles gut. Holy crap, Glück gehabt. Das war jetzt echt Rettung. Alter, wie lucky kann man sein? Wir kommen damit natürlich sehr weit hinten raus, aber ansonsten holen wir gar keine Punkte. Ich bin echt so hässlich. Ich bin so hässlich. Meine Güte, wie hässlich kann ein Mensch sein? Doch nicht hässlich. Okay. 61% war Reifenverschleiß. Mann. Jetzt kommen sie rein. Komm raus. Alter, die nächsten Runden werden wir so reingehen. Nico aus dem Weg. Ich will Ricardo holen, mindestens. Wir dürfen nicht gegen McLaren verlieren. Mach das scheiß DRS an! Ich hab kein DRS mehr. Ja, das war spät. Nein, ich hab permanent DRS. No! Ich hab permanent DRS. Ja. Close my stupid DRS! Close it! Es ist OP, aber nicht in den Kurven. Ich rotiere hier so rein, Alter. Das fühlt sich an wie F1 2020. Nur ohne Grip. Oh mein Gott. Da muss ich so verarschen. Oh. Beruhigen. Ja, jetzt kommt die ganze Affenbande noch an, ey. Toll. Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir es nochmal auf Podiumplatzierung packen. Hätten die vorne ein bisschen mehr gekämpft, hätten wir vielleicht sogar gegen Max kämpfen können. Jetzt versuchen wir einfach mal P2 irgendwie zu verteidigen. Zwei Runden noch, komm. Das packen wir. Hier können wir schon mal gut verteidigen. Ja. Ich habe immer noch DRS. Ist das absurd. Also das hilft mir gerade schon unnormal auf der Geraden. Mal gucken, wie schnell die sind. Nicht wieder. Danke. So, letzte Runde. Nochmal Vollgas. Ich glaube, das sollte reichen. Also wenn er mich nochmal irgendwo attackiert, dann weiß ich auch nicht. Außer wenn wir einen kompletten Quersteher haben. Also das Rennwochenende war echt chaotisch. Am Ende noch kaputter Flügel. Beziehungsweise DRS broken. Verstappen holt nochmal die schnellste Runde. Ja, der Mann, der dominiert hier gerade. Aber wir sind Zweiter. Alter, zweiter Platz, nachdem die KI so cracked war. Besser geht's nicht, ehrlich. Natürlich erster schon, aber in dem gesamten Szenario, wir mussten die 2-Stop dann fahren. Wir hatten Glück mit einem doppelten Safety Car. Punkte gleich mit Carlos Sainz und, mit Charles Leclerc und dicht hinter Carlos Sainz sind wir schon mal. Ja gut, McLaren zieht immer weiter hinter uns. Naja. Easy.